Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sonneberg und der AfD-Erfolg bei den dortigen Landratswahlen haben es jetzt wieder ganz deutlich gemacht. Der Rechtsextremismus fasst wieder Fuß, aber nicht nur bei Wahlen, nicht nur auf den Straßen, auch zwischen den Buchdeckeln. Ob Interview, Buchmesse, Buchveröffentlichung, die sogenannte neue Rechte machte in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen, indem sie systematisch versuchte, demokratische Auffassungen zu delegitimieren, um die ideologischen Voraussetzungen für einen politischen Wechsel herbeizuführen. Die Frage, die sich vor diesem Hintergrund stellt, wer oder was steckt eigentlich dahinter? Der heutige Vortrag des Rechtsextremismus-Experten Armin Pfahl-Trobea richtet daher den Fokus auf die ideengeschichtlichen Hintergründe, auf die intellektuellen Klassiker und ideologische Positionen, die diese auf eine politische Umwälzung gerichtete Zielsetzung deutlich machen. Sie haben sicherlich schon davon gehört, dass die Akteure der neuen Rechten mit dem Institut für Staatspolitik, mit der Theoriezeitschrift Sezession und dem Antaios Verlag ein organisatorisches Zentrum gefunden haben. Aber sie haben schon längst die Seminarräume verlassen und wollen dem seit Mitte der 2010er Jahre ausgemachten Rechtsruck auch ihr Profil aufdrücken. Welche Einflüsse über die beabsichtigte Kulturrevolution von rechts hinaus bestehen, dazu wird anhand der politischen Wirkung Professor Dr. Armin Pfahl-Trobea heute Abend sprechen, den ich Ihnen jetzt noch kurz vorstellen darf. Unser Gast studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Neuere Geschichte und Philosophie an der Gesamthochschule Duisburg und der Universität Marburg. 1986 legte er sein Diplom als Politologe und 1988 als Soziologe. Ab 1992 promovierte er. Zunächst war er Lehrbeauftragter an der Universität Marburg, dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, Abteilung Rechtsextremismus. Schließlich Lehrbeauftragter an der Universität Köln. Seit 2004 ist er Professor an der Fachhochschule des Bundes, Fachbereich öffentliche Sicherheit. Bereits seit den 1990er Jahren hat er mit zahlreichen Veröffentlichungen auf das Phänomen des Rechtsextremismus hingewiesen. Armin Pfahl-Trobea schreibt zum Thema regelmäßig, unter anderem im Internetportal Endstation Rechts. Zusammen mit Hendrik Janssen gibt er das Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung an der Hochschule des Bundes heraus. Ich darf ihn ganz herzlich bei uns willkommen heißen. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, hier vortragen zu können. Entschuldigung, die Technik. Jetzt, ja. So, eben war ich so stolz, dass ich dachte, es verstanden zu haben, aber dann doch nicht. Ich fange einfach nochmal an. Schönen Dank für die Einladung, hier heute sprechen zu können. Ich habe bei der Fahrt hierher darüber nachgedacht, dass es, glaube ich, mindestens das vierte Mal ist, wo ich hier spreche. Jetzt das dritte Mal, glaube ich, in diesem Raum und das allererste Mal in den Nullerjahren in einem anderen Gebäude, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo das war. Aber das habe ich auch noch aus bestimmten Gründen in Erinnerung, aber da vielleicht beim Mineralwasser nach der offiziellen Veranstaltung mehr zu. Ich will nicht nur mein Buch zum Thema vorstellen, Intellektuelle Rechtsextremisten, das Gefahrenpotenzial der neuen Rechten, sondern verbinde damit auch eine jahrzehntelange Beschäftigung. Ich glaube, mit dem Thema Extremismus habe ich mich begonnen zu beschäftigen in den 80er Jahren, als in Frankreich eine intellektuelle neue Rechte aufkam, gewissen gesellschaftlichen, politischen Einfluss auslöste und auch gesellschaftliche Akzeptanzen dafür bekam und dass das wie so eine Modewelle durch andere europäische Länder schwappte, wo sich ähnliche Konzepte, ähnliche Protagonisten, ähnliche Publikationsorgane herausbildeten. In Deutschland zunächst mal nicht mit Erfolg, aber dann mit einer gewissen Verzögerung dann auch mit Erfolg.
Und ich habe über die ganzen Jahre oder Jahrzehnte diese Entwicklung auch begleitet. Ich habe natürlich mich dann auch mit anderen Phänomenen des politischen Extremismus beschäftigt. Aber das ist sozusagen immer ein für mich wichtiges Thema gewesen über die ganzen Jahre. So. Das vielleicht zu meinen persönlichen Motivationen oder Hintergründen der Beschäftigung mit diesem Thema. Und ich will Sie so ein bisschen über die aktuelle Entwicklung informieren, habe auch für die hier Anwesenden ein Thesenpapier und ich weiß nicht, wer uns wo auch immer zuschauen mag, wie das früher in einer amerikanischen Krimiserie der 80er Jahre immer gesagt wurde. Der oder die sehen dann vielleicht auch dieses Thesenpapier. Das ist so ein bisschen eine Marotte von mir, mit einem alten Thesenpapier zu arbeiten, wo ich die Kerngedanken versuche zusammenzufassen, meistens in 12 Thesen mit 3 Literaturhinweisen. Und so habe ich das hier für diese Veranstaltung auch gemacht, wobei ich mich jetzt nicht rigide daran halte in allen Details. So, na. Und ja, das zu meiner Vorgehensweise. Ansonsten ja, starte ich einfach in dieses Thema rein, indem ich jetzt nicht ein wortwörtliches Zitat Ihnen vortrage, sondern zunächst mal ein Argumentationsmuster vortrage. Und das Argumentationsmuster geht so, dass gesagt wird, alle Revolutionen in der Geschichte setzen eine Tat nur um, die von Geistern vorgedacht wurde. Man bekommt keinen Lenin, wenn man vorher keinen Marx hatte. Ja. Und das Argumentationsmuster geht dann weiter, dass politische Mehrheiten nur auf Dauer erringbar sind, wenn es zuvor ideologische Mehrheiten gibt. Und wenn es einen Umsturz gibt, dann beginnt der damit, dass die Werte des Bestehenden zu bröckeln beginnen, um neue Wegschneisen zu schlagen, die eben in eine neue politische Konstellation münden sollen. So, ja. Sind Aussagen aus einem Aufsatz von Alain de Benoist. Das ist der Begründer der französischen Neuen Rechten, der, wie ich schon eben angedeutet habe, in den 80er Jahren in Frankreich sehr bekannt wurde und eine erheblich große Ausstrahlung auf andere europäische und außereuropäische Länder übrigens auch hatte, als formal hochgradig gebildeter Intellektueller. Und diese Aussagen, die ich referiert habe, die finden Sie in einem Band, der den Titel trägt »Kulturrevolution von rechts«, Gramsci und die neue Rechte. Ja. Und Kulturrevolution von rechts ist sozusagen auch das Thema, um das es hier geht. Es geht nicht in erster Linie um Parteipolitik, also die Gründung rechtsextremistischer Parteien. Es geht auch nicht um die Gründung rechtsextremistischer Protestbewegungen. Es geht auch nicht um die Begründung rechtsextremistischer Jugendverbände, Kulturvereine oder was auch immer, sondern es geht um das Beackern des Feldes politische Kultur durch Rechtsextremisten und dabei insbesondere durch Intellektuelle. Und dieser besagte Alain de Benoist hat dazu viele strategische Anregungen gegeben und er hat sich dabei kurioserweise auf einen italienischen Marxisten berufen, nämlich den Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, Antonio Gramsci, der allerdings kein dogmatischer Marxist im klassischen marxistisch-leninistischen Sinne war, sondern der etwas gemacht hat, was für damalige Marxisten in den Anfang der 20er Jahre ungewöhnlich war, weg von der Fixierung auf ökonomische Fragen hin zu kulturellen Fragen. Und seine Kernaussage war, man kann nur dann eine erfolgreiche Revolution machen in Westeuropa, wenn man die kulturellen, die geistigen Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Also man kann erst dann politisch gewinnen, wenn man vorher geistig gewonnen hat. Und dieser Gedankengang, den griff Benoist auf und zog ihn einfach nach rechts rüber. Es ist also eine Instrumentalisierung, wenn Sie mögen, ein Missbrauch einer strategischen Vorgehensweise, die von besagtem italienischen Marxisten namens Antonio Gramsci kommt.
Und die Beobachtung, die er gemacht hat, ist durchaus zutreffend. Wenn Sie sich mal revolutionäre Umbrüche oder gravierende gesellschaftliche Veränderungen anschauen, dann hat das auch immer etwas mit dem Einfluss von intellektuellen Strömungen zu tun. Ne? Hätte es die französische Revolution ohne die Ideen der Aufklärung gegeben? Fragezeichen. Hätte es die 68er-Revolte ohne die Denker der kritischen Theorie Adorno, Horkheimer und Co. gegeben? Wahrscheinlich nicht. Und hier sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Intellektualität und gesellschaftlichen Umbruchphasen, der jetzt keine Kausalität bedeutet. Ne? Nur weil jemand das denkt, passiert das auch. Das wünschen sich viele Intellektuelle und das passiert nicht immer so. Ne? Aber da, wo es solche Umwandlungen, Umbrüche gibt, da werden sie häufig vorgedacht. Insofern ist es wichtig, etwas über Diskurse rechtsextremistischer Intellektueller zu wissen, weil unter Umständen das, was sie heute vordenken, übermorgen politische Praxis wird. Und ich werde Ihnen am Ende meines Vortrages auch ein bisschen was zur Wirkung dieser Intellektuellen sagen und dabei auch die Kontakte zu einer bestimmten Partei im Bundestag ansprechen, aus denen Sie ersehen können, dass es diese Einflussnahmen in diesem Sinne gibt. Bevor ich aber sozusagen direkt starte, will ich noch mal zu drei Begriffen kurz etwas sagen, damit sie nicht falsch verstanden werden. Ja, der erste Begriff, mit dem ich mich beschäftige, der heißt Rechtsruck. Das hört sich so ein bisschen wie so ein platter Etikettenbegriff an. Der ist aber hier so nicht gemeint mit, sondern der bezieht sich darauf, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland seit Mitte der 10er Jahre gesellschaftliche Veränderungen im weitaus rechten politischen Spektrum haben. Ja, wir haben eine erstmals seit 1953 eine aus meiner Sicht rechtsextremistische Partei im nationalen Parlament sitzen, die Alternative für Deutschland, die seit Mitte der 10er Jahre kontinuierlich Wahlerfolge verbucht. Also nicht nur kleckerweise mal in dem einen Bundesland und dann lange mal wieder nichts und dann wieder in einem anderen Bundesland, wie das bei der NPD der Fall war, sondern kontinuierlich diese Wahlerfolge haben. Und die in den Zustimmungswerten bei den Umfragen gerade in den letzten Monaten sehr stark angestiegen sind und sich im Bereich von knapp unter 20% aktuell bewegen. Ja. Wir haben, das ist für viele schon vergessen, eine Pegida-Bewegung gehabt, vor allem in Dresden und Leipzig, aber auch in vielen anderen Städten. Das ist alle sehr stark zurückgegangen in diesem Bereich. Aber das ist eine aus meiner Sicht sehr weit rechts stehende Protestbewegung gewesen, die es in diesem Ausmaß auch nicht gegeben hat. Und es gibt viele andere Teilbereiche, die es auch immer in Ansätzen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, aber nie in dieser geballten Form. Und diesen Prozess der Herausbildung solcher Phänomene und der Verstärkung solcher Phänomene, die möchte ich als Rechtsruck bezeichnen. Ja. Ein zweiter Begriff, da kann man einen eigenen Vortrag zu halten, ist in dem Zusammenhang rechtsextremistisch. Und dabei geht es mir nur um folgende beiden Gesichtspunkte. Rechtsextremismus meint alle Auffassungen und Handlungen, die sich gegen die Grundlagen moderner Demokratie richten. Dabei ist es unerheblich, ob die Akteure, die das tun, auch Gewalt anwenden oder nicht. Die Akteure, um die es mir heute geht, wenden in der Regel keine Gewalt an. Aber es gibt natürlich auch gewalttätigen Rechtsextremismus, aber auch ein sich legalistisch gebender Rechtsextremismus ist ein Rechtsextremismus. Das wird häufig so ein bisschen verkannt, weil man denkt, das sind alles Neonazis, die Rechtsextremisten sind. Nein, dem ist nicht so. Und in dem Zusammenhang auch gleich der Hinweis darauf, dass viele Rechtsextremisten in Deutschland auch nationalsozialistische Prägungen aufweisen. Es gibt aber auch Rechtsextremisten in Deutschland, die nicht nationalsozialistisch ausgerichtet sind, die sich zum Teil sogar glaubwürdig vom historischen Nationalsozialismus distanzieren. Ja, da komme ich vielleicht dann im Laufe des Vortrags nochmal darauf zu sprechen, wie das gemeint ist. Oder fragen Sie einfach dann in der Runde nach dem Vortrag dann nochmal zu. Weil es gibt in Deutschland diese Fehlwahrnehmung, dass man alles, was rechtsextremistisch ist, auch für
braun halten muss. Das muss gar nicht so der Fall sein. Meine Aussagen im Vortrag wird auch sein, dass diese neue Rechte sich auf das Gedankengut der sogenannten konservativen Revolution der Weimarer Republik bezieht. Das waren eben keine Nationalsozialisten, aber aus heutiger Sicht sehr wohl Rechtsextremisten, wenngleich sie sich in einem konservativen Gewand gaben. So. Und mein letzter Begriff, bevor ich dann loslege, den ich noch mal kurz erklären möchte, ist der Begriff Intellektuelle selbst. Damit reagiere ich auch auf eine kritische Anmerkung eines Kollegen, der sagte mir mal, warum ich diesen Begriff Intellektueller benutze. Intellektuelle, das seien doch herausragende Denker mit einer demokratischen, humanistischen, pluralistischen Grundauffassung. Und ich würde den Personen, um die es mir hier geht, zu viel Ehre antun, wenn ich sie Intellektuelle bezeichne. Ich mache das trotzdem, weil ich ein rein formales Begriffsverständnis von Intellektueller habe. Wenn man Intellektuelle als demokratisch, humanistisch und aufgeklärt definiert, dann hat man gar nicht mehr so viele Intellektuelle, auch in der Geschichte. Ja. Und auch viele uns sehr intellektuell erscheinende und wertgeschätzte Intellektuelle weisen sehr dunkle Schatten in dieser Hinsicht auch auf. Ja. Auch ein Autoritarismuskritiker wie Heinrich Mann hat Stalin gehuldigt. Ja. Dann wäre er mit diesem Kriterium auch kein Intellektueller mehr. Ja. Aber mein Verständnis ist, wie gesagt, hier in dem Zusammenhang ein rein formales, ja, bezogen auf die Intellektuellen. Ja. Ja, mein Thema bei Neue Rechte sind rechtsextremistische Intellektuelle. Und ich will Ihnen etwas zu vier Aspekten sagen. Da folge ich einem Analysekonzept, was wir an der Hochschule des Bundes im Bereich der Extremismusforschung nutzen. Hört sich komplizierter an, als es tatsächlich ist. Geht im Kern um vier Dinge. IOSW. Na, I steht für Ideologie. Was vertreten diese Leute? Na? O steht für Organisation. Wie sind die organisiert? S steht für Strategie. Wie gehen die vor? Und W steht für Wirkung. Was entfaltet ihr Gedankenreichtum in Öffentlichkeit oder in der Sympathisantenszene oder wie Sie das auch immer nennen mögen? Und dazu möchte ich Ihnen jeweils etwas vortragen. So, ja. Ich fange mit einer allgemeinen Definition von Neue Rechte an, die lautet, da geht es um rechtsextremistische Intellektuelle, die sich auf das Gedankengut der konservativen Revolution der Weimarer Republik berufen und mit einer Kulturrevolution von rechts einen Umsturz geistig vorbereiten wollen und dazu auf andere politische Akteure wie Parteien, Stichwort AfD, als Beispiel mal einwirken wollen. Und diese Aspekte, die klapper ich jetzt sozusagen im Vortrag so ein bisschen ab und fange an mit der Ideologie. Ja, oder den Bezugspunkten. Und wie gesagt, hier ist der wichtige Bezugspunkt die konservative Revolution der Weimarer Republik. Und allein dieser Begriff wirkt schon etwas merkwürdig, weil man mit konservativ und revolutionär ja ganz was anderes verbindet. Konservativ heißt eigentlich bewahren wollen und revolutionär heißt etwas grundlegend verändern wollen. Und dann wirkt dieses Begriffspaar etwas widersprüchlich. Ja. Es wirkt aber nur dann widersprüchlich, wenn man sich nicht die politische Situation für die jüngeren Konservativen in der Weimarer Republik in Erinnerung ruft. Den Konservativen ging es vor Beginn der Weimarer Republik ja darum, das Bestehende zu verteidigen, also das Kaiserreich zum Beispiel. Ja. Und da hat man aber einige Schockerlebnisse hinter sich in diesem Zeitraum 18, 19, 20, die man als Konservativer erstmal verarbeiten musste. Der Kaiser flieht, der Erste Weltkrieg geht verloren, es gibt in Russland eine Revolution, es gibt in Deutschland Revolutionsversuche. Ein Sozialdemokrat wird Reichskanzler und Reichspräsident. Wie gibt es denn sowas? Das sind also, und eine Republik etabliert sich. Eine Republik, wo alle das gleiche Wahlrecht haben. Und das sind also Entwicklungen, die ganz allgemein im damaligen Konservativismus
abgelehnt worden. Der damalige Konservativismus der Weimarer Republik war mehrheitlich antidemokratisch. Das ist heute glücklicherweise anders. Heute ist er mehrheitlich demokratisch. Aber in der Weimarer Republik war der Konservativismus mehrheitlich antidemokratisch. Und diese Denker der konservativen Revolution, um die es mir hier im Kern geht, die waren der Auffassung, wir müssen dieses neue System, die Weimarer Republik, überwinden, um neue Werte, die unsere alten Werte sind, wieder in Acht zu setzen, wie man das damals formuliert hat. Also sie klagten darüber, dass bestimmte Werte wie Gott, Natur, Elite, Herrschaft, Macht, Staffelung, Unterschied, all diese Werte verloren gegangen seien und wieder in Geltung gebracht werden sollten. Genau diese Denkweise steht für das, was konservative Revolution meint. Revolution meint die Überwindung des damaligen demokratischen Verfassungsstaates und die Wiedereinführung von Werten, die angeblich oder tatsächlich verloren gegangen sind. Ich habe das deswegen so ein bisschen ausführlicher erläutert, A, weil das die ideengeschichtlichen Grundlagen für die neue Rechte heute sind und B, weil die neue Rechte heute das Gleiche will. Sie will, wie das so schön heißt, eine Umwälzung der Umwälzung. Mit Umwälzung ist die Einführung eines zweiten demokratischen Verfassungsstaates nach 1949 gemeint. Das ist für sie eine Umwälzung, weil dieses Modell nicht zur kulturellen Tradition der deutschen Geschichte gehört. Und dann will man diese Umwälzung erneut umwälzen. So. Und da merken Sie schon bei dieser Absicht, dass es hier um oder dass darin eben der extremistische Hintergrund auch besteht, dass man das bestehende demokratische System umwälzen will zugunsten einer anderen politischen Ordnung. So, ja. Und das ist, meint auch konservative Revolution. Ja. Und in der Weimarer Republik gab es eben verschiedene Denker, die heute teilweise vergessen sind. Einige Namen kennt man noch. Und ich nenne jetzt nur mal drei Namen, die man heute noch mehr kennt. Das ist der Staatsrechtler Karl Schmitt, der unter heutigen Juristen auch noch durchaus Wertschätzung genießt, der aber schon in der Weimarer Republik für eine autoritäre Diktatur eintrat und den Pluralismus und die Parteiendemokratie abgelehnt hat. Das ist der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler, der das Buch Der Untergang des Abendlandes geschrieben hat, eines von den Büchern, deren Titel viele kennen, aber die allerwenigsten gelesen haben, was auch mit den über 1000 Seiten dieses Werkes zusammenhängt, in deren letzten 50 Seiten er von einer Ablösung der Demokratie, die er für die Herrschaft des Geldes hielt, durch eine zäsaristische Diktatur sprach. Und er ein Faible nicht für Hitler hatte, sondern eher für den italienischen Faschismus von Mussolini hatte. Und eine dritte bekannte Figur, die man heute noch kennt, ist Ernst Jünger, der Schriftsteller, der durch seine Kriegstagebücher in der Weimarer Republik bekannt war, der aber auch viele politische Artikel damals veröffentlicht hat, wo er für einen neuen Nationalismus warb und für eine autoritäre Herrschaft plädierte. Und dann gab es damals noch viele andere Denker. Arthur Möller von den Bruck ist ein Name. Ja, am Liberalismus gehen die Völker zugrunde, ist eines seiner berühmtesten Zitate. Oder Edgar Julius Jung, der war übrigens der Redenschreiber des Reichskanzlers von Papen und schrieb 1927 ein Buch mit dem Titel Die Herrschaft der Minderwertigen und ihre Ablösung durch ein neues Reich. Stellen Sie sich vor, der Bundeskanzler der Gegenwart hätte einen Redenschreiber, der die Bundesrepublik Deutschland als eine Herrschaft der Minderwertigen bezeichnet und eine Ablösung durch ein neues Reich fordere. In der Weimarer Republik ging das damals noch. Und das sind Denkungsarten, Ideologieelemente, strategische Vorstellungen aus der Weimarer Republik, die die Anhänger der neuen Rechten heute aufgreifen und versuchen, auf die Gegenwart anzuwenden. Und aufgrund deren Fixierung auf eine autoritäre Diktatur macht allein dieser geistige Bezug diese Anhänger der neuen Rechten heute letztendlich auch für Rechtsextremisten. Worin besteht jetzt deren aktuelle Ideologie?
Das darzustellen ist gar nicht mal so einfach, was in dem Fall nicht an mir alleine liegt, sondern daran, dass diese Anhänger der neuen Rechten selbst nicht in der Lage sind, ihre Ideologie systematisch zu entwickeln und zu begründen. Das lehnt man auch ab, weil das Konstruktion ist und nicht Leben ist. So, ja. Mit dieser Argumentation kann man sich natürlich gern der Verantwortung entziehen, die eigenen Gedanken klar zu fassen. So, ja. Und ich habe auch für meine Studenten immer mal nach Texten gesucht, wo das so ein bisschen irgendwie zusammengefasst ist. Und es gibt ganz, ganz wenige. Und da werden solche Dinge ausgeführt, die ich jetzt einfach nur mal schlaglichtartig nenne. Der Mensch ist ein Mängelwesen, würde ich übrigens auch so sehen wollen. Es bedarf einer Notwendigkeit von Institutionen, würde ich auch so sehen wollen. Zum Beispiel die des demokratischen Rechtsstaates. Die Erziehung zur Mündigkeit scheitert mehrheitlich. Ja, das würde ich schon anders sehen wollen, weil es gibt in dieser Hinsicht durchaus Fortschritte, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Das sollten wir nicht ignorieren. Die freie Entfaltung zum Guten, das sei ein Hirngespinst. Ja, das würde ich auch anders sehen wollen. Es gibt auch in dieser Hinsicht durchaus Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten. Dann wird eine Elitenbildung und eine Hierarchisierung der Gesellschaft beschworen. Man ist fixiert auf biologische Aspekte. Und dazu vielleicht ein kleines, auch aus dem Kopf referiertes Zitat. Ich würde es Ihnen vorlesen. Es kostet uns aber so ein bisschen viel Zeit. Einer der Denker dieser neuen Rechten, Götz Kubitschek, hat in einem Briefwechsel geschrieben: Auch wir kennen das wohlerzogene Migrantenkind. Und wir kennen den deutschen Rotzlöffel. Also die Formulierung kommt übrigens von ihm, nicht von mir, der sich nicht benehmen kann. Das ist der wichtige Gesichtspunkt dafür. Aber, sagt er, in einer Krisensituation steht uns immer der deutsche Rotzlöffel näher als das gut erzogene Migrantenkind. So, ja. Ich frage dann immer gerne, wen hätten Sie von beiden lieber als Arbeitskollegen oder Nachbarn oder so? Ja. Ich wüsste, wenn ich auf die Frage antworten wollen würde. Das Interessante an diesem Zitat ist, es ist nicht erheblich die charakterliche Tugend einer Person, sondern die ethnische Zugehörigkeit einer Person für diese Denkungsart. Ja. Und das ist eine von vielen Problemen, die es dabei gibt. Ja. Und wenn Sie sich sonst mit den Aussagen zu ideologischen Fragen beschäftigen, da kann man einen ganzen Vortrag zu halten oder ein Wochenendseminar dazu machen, ja, dann kommen solche Dinge vor, wie dass man die Menschenrechte ablehnt, weil Menschenrechte zersetzen die Volksgemeinschaft. Menschenrechte sind auf den Einzelnen und die ihm von Natur aus eigenen Rechte zugeschnitten. Menschen sind ja auch nicht Deutsche, die hätten dann auch diese Rechte. Ne? Und das sind so Vorbehalte, die in diesem Milieu dann bestehen. Man hat Probleme mit einem Pluralismus, weil er angeblich die Gesellschaft zerstört oder die Gemeinschaft zerstört. Dabei ist der Pluralismus, der Konkurrenzkampf der besseren Ideen um die Definition von Gemeinwohl ja das, was Demokratie und Dynamik ausmacht. Das wird aber als Gefahr angesehen. Man ist fixiert auf das Gemeinschaftsideal, nicht das Gesellschaftsideal. Gemeinschaft als homogene gesellschaftliche Gruppe verstanden, meist ethnisch homogen, aber möglichst auch politisch homogen. Das ist also der Geist, der dort kursiert. Und man lehnt das Gedankengut der Aufklärung und des politischen Liberalismus ab. Ja. Es gibt dann auch noch bestimmte Begrifflichkeiten oder Argumentationsmuster, die dort kursieren. Zum Beispiel, wo es um die Ablehnung von Migration geht oder die starke Minimierung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Da wird zum Beispiel dann vom großen Austausch gesprochen. Angeblich gäbe es ein Projekt, wo die einheimische Bevölkerung durch eine migrantische Bevölkerung ausgetauscht werden würde. Oder vom Ethnopluralismus wird gesprochen, dass alle Kulturen und Ethnien den gleichen Wert hätten, aber am besten ihre Identität in eigenen Räumen wahren sollen. Was heißt, dass sie getrennt voneinander Identität betreiben?
und sozusagen in anderen Ländern sind oder innerhalb Deutschlands separiert werden würden. Ja, das ist die innere Konsequenz dieser ganzen Argumentationsweise. Die wird in der Regel nicht so deutlich ausformuliert, aber das ist sozusagen die innere Logik dieser ganzen Argumentation. Ja. Und diese Auffassungen dominieren in diesem Bereich der neuen Rechten und gehen eben auch mit autoritären Staatsvorstellungen einher. Wobei die Anhänger der neuen Rechten das nicht deutlich ausformulieren. Ja, sie müssen schon darauf achten, auf wen berufen die sich, was sind ihre geistigen Vorbilder, wie haben die argumentiert. Ja, wenn zum Beispiel eines ihrer bedeutendsten geistigen Vorbilder, der Staatsrechtler Karl Schmitt, Demokratie wie folgt definiert. Demokratie heißt erstens Homogenität und zweitens Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen. Ja. Dann ist das eine Aussage, das ist O-Ton, ja, inklusive der Formulierung Vernichtung. Ja, die kommt bei Schmitt so vor. Ja. Wer es mir nicht glaubt, Lage des heutigen Parlamentarismus, Seite 14, links oben. So, ja. Schreibt er in dieser Deutlichkeit, und das ist ein Demokratieverständnis, was Pluralismus ausschließt und was als Vorbild für das Demokratieverständnis der heutigen neuen Rechten gilt. So, ja. Und Sie können sich das mal anschauen, wenn Sie mir das Zitat nicht abnehmen, so, ja, und sich Gedanken darüber machen, was heißt das, wenn man so etwas in der gesellschaftlichen Wirklichkeit umsetzen würde. So, ja. Ansonsten bleibt alles sehr diffus, was man konkret als Alternative will. Vieles deutet darauf hin, man will eine autoritäre Herrschaft mit einer pseudodemokratischen Legitimation. Ja, das, was ich jetzt eben mit Karl Schmitt gemeint habe, wäre eine pseudodemokratische Legitimation, dass man darauf abstellt, aber eine charismatische, autoritäre Herrschaft. Das ist wohl das, was man sehr positiv empfinden würde. Und was dazu fehlt, sind aktuell entsprechende Mehrheiten in der Gesellschaft, aber auch entsprechende Führungskader im politischen Raum, die eine solche Ausstrahlung hätten. Ja. Das bietet zum Beispiel die AfD aktuell nicht, auch Herr Höcke bietet es meines Erachtens noch nicht. Ja. Es hat in der Vergangenheit in Deutschland solche Figuren mal gegeben. Adolf von Thatten für die NPD Ende der 60er Jahre, Franz Schönhuber für die Republikaner Anfang der 90er Jahre. Aber ansonsten ist das sozusagen ein Defizitbereich für das Wollen, was man anstrebt. So. Das ist so ein bisschen der Bereich Ideologie. Ja. Kommt zum zweiten Kriterium, O, wie Organisation. Wie sind die organisiert? Nochmal, es geht um ein Netzwerk von rechtsextremistischen Intellektuellen. Netzwerk ist so ein scheinbar diffuser Begriff, der aber in der Soziologie gang und gäbe ist, weil wir in modernen Gesellschaften nicht mehr nur Personenzusammenschlüsse in so einem klassisch-bürokratischen Sinne einer Vereinsstruktur haben. Das ist schon längst vorbei, sondern dass ganz lose einzelne Leute zusammenkommen, miteinander kooperieren, in dem Fall sich lesen, miteinander diskutieren, sich zitieren, irgendwie versuchen, gemeinsam Einfluss zu erlangen. Darum geht es im Kern. Und es gab früher bestimmte Zeitschriften und Zeitungen, in denen die schrieben, wie Kritikon oder Junge Freiheit. Da rede ich jetzt von den 90ern, 80er, 90er Jahren noch. Und mittlerweile gibt es seit 2000 auch eine Art organisatorisches Zentrum der neuen Rechten. Was es vorher in dieser Form nicht gab, das ist das sogenannte Institut für Staatspolitik. Das im Jahr 2000 gegründet worden, hat jetzt seinen Sitz in Schnellroda. Das ist ein kleiner Ort in Sachsen-Anhalt, im ländlichen Raum abgelegen auf einem Rittergut. Ja, wobei Rittergut klingt imposanter, als es de facto ist. Das sind ein paar Gebäude, wo man Seminare durchführen kann, wo ein Verlagskomplex ist, wo man sich trifft, wo man auch feiern kann. Und das ist sozusagen der Ort,
wo diese Person auch sich körperlich treffen können, wo aber auch viel an Logistik und Struktur ist. Ja. Es gibt eine Theoriezeitschrift, das ist so eine DIN A4-Zeitschrift mit jeweils 100 Seiten, die alle 2 Monate erscheint. Es gibt einen Verlag, der im Monat oder sagen wir im Jahr wahrscheinlich so um die 20 Bücher veröffentlicht. So, ja. Jüngst übrigens auch mit einer Romanreihe, wo auch ein ungarischer Autor erstmals in deutscher Sprache erscheint, mit dem Werbeslogan der Lieblingsautor von Orban. So, ja. Also Sie sehen auch da so entsprechende Bezüge in der Hinsicht. Also da werden auch Romane veröffentlicht, werden aber auch kleine Reklamheft ähnlich große Büchlein veröffentlicht, die auf 100 Seiten zu bestimmten politischen Fragen Stellung nehmen, aber auch dickere Bücher zu strategischen Fragen oder zu ideologischen Fragen des Nationenverständnisses, die erscheinen dort. Ja. Und es gibt eine Fülle von Internetveröffentlichungen dieses Instituts. Es gibt eine eigene Seite, wo Sie alle 2-3 Tage einen Kommentar zu aktuellen Fragen in Sezession im Netz, heißt das, lesen können. Es gibt aber auch Reden, Vorträge, die dort gehalten werden in diesem Institut, die dort als Video eingestellt werden, mit teilweise sehr hohen Klickzahlen übrigens. Es gibt kleine Diskussionsrunden und Autorenvorstellungen als Video, die dort eingestellt sind. Das kostet natürlich auch alles. Es ist keineswegs besonders technisch schlecht gemacht. Da steckt auch irgendwie Geld hinter, woher das auch immer kommen mag. Ich weiß es tatsächlich nicht. Da gibt es also eine sehr breite mediale Fülle. Also nicht nur irgendwie eine Zeitschrift oder ein Buch, sondern gerade auch im Internet eine Fülle von unterschiedlichen medialen Darstellungen in den sozialen Medien, wie das so schön heißt, die da präsent sind und die entsprechend ausstrahlen. Ja? Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt hier. Ja? Das mal in dem Bereich, vielleicht, ich nenne einfach mal so ein paar Namen, auch wenn sich die nicht merken können, und sage ein bisschen was zu den Personen und ihren Hintergründen dabei. Wenn wir viel mehr Zeit hätten, würde ich die Ihnen noch Bilder von denen zeigen oder vielleicht mit Ihnen kleine Texte besprechen oder so. Das kriegen wir einfach nicht hin. Ne? Götz Kubitschek, Jahrgang 1970, ja, hat kurioserweise Germanistik, Philosophie und Geografie studiert. Ungewöhnliche Fächerkombination, kommt aus einer Burschenschaft, ist sozusagen der Organisator des Instituts und der Stratege. Enge Kontakte mit Björn Höcke, ja. Karl-Heinz Weismann, ehemaliger Lehrer an einem Gymnasium, zuständig für die Fächer Geschichte und evangelische Theologie, mittlerweile schon im Ruhestand, Jahrgang 59, schreibt vor allem sehr viel für die junge Freiheit, findet Höcke aber nicht gut, sondern die anderen in der AfD, weil ihm Höcke zu unseriös ist, unsympathisch auch, aber zu unseriös ist, während Kubitschek auf Höcke steht und mit ihm sehr eng kooperiert. Ja. Thor von Waldstein, Doktor der Juristerei und Doktor der Politikwissenschaft, also Doppeldoktor, Jahrgang 59, Sohn eines früheren NPD-Bundesvorstandsmitglieds, lange Zeit Leiter des Nationaldemokratischen Hochschulbundes, der NPD-Studentenorganisation, leitet eine Anwaltskanzlei zu Schifffahrtsrecht. Der muss ja auch da finanzieren sich mit so. Und ein großer, begeisterter Anhänger dieses eben erwähnten Karl Schmidt, der auch sehr häufig Referate hält, kleine Bücher und Aufsätze in diesem Bereich publiziert und so eine Breitenwirkung entfaltet. Dann nenne ich einfach nur mal noch als ein anderes Beispiel Benedikt Kaiser. Ich meine, Jahrgang 85 wäre er, also relativ jung noch in diesem Bereich, hat in Chemnitz Politikwissenschaften mit Europaschwerpunkt studiert,
Man weiß wenig über seine politische Jugend. Eine Studentin von mir aber mehr, weil sie im Internet Fotos von ihm gefunden hat oder sagen wir mal so, Fotos von einer Person bei einer Neonazi-Demonstration, die verblüffende Ähnlichkeit mit besagtem Benedikt Kaiser hat. Er ist heute kein Neonazi mehr, sondern Anhänger hier dieser konservativen Revolution, macht etwas ganz Interessantes. Er schaut sich an, was macht die politische Linke? Ich meine jetzt nicht die Partei, die sich so nennt, sondern was macht die politische Linke, Gewerkschaften, Sozialdemokraten, die Linke, Grüne? Was machen die Protestbewegungen, Attack, Fridays for Future oder was es da sonst noch so alles gibt? Was machen die strategisch? Was kann ich dafür für unser rechtes Spektrum übernehmen? Ja? Das ist jemand, der das macht, was in der Wirtschaft Produktpiraterie genannt wird. Ja, man schaut sich um, aha, da gibt es eine Firma, die hat auch so ein Produkt. Das machen wir jetzt auch, nur halt billiger und verkaufen es halt besser. So, ja. Und wir haben den Profit davon. Das ist also Produktpiraterie in der Wirtschaft. Und das betreibt er sozusagen aus strategischen und ideologischen Gründen. Ja. Kleines Beispiel, er liest ein Buch von Chantal Mouffe, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, eine belgische Soziologin mit einem neomarxistischen Einschlag, die plädiert dafür, dass die Linke sich des Populismus bedienen soll. Das mögen aber die Linken nicht. Dann sagt sich der Kaiser, okay, wenn die das nicht machen, machen wir das halt. Und die liefert uns das Konzept, wie wir politisch vorgehen können. Das sind so nur mal so ein paar Namen und deren Vorgehensweisen oder Schwerpunktsetzungen, damit sie so einen Eindruck davon haben, was sie denn eben auch so machen. Und von denen finden sie auch, wie gesagt, auch für jeden problemlos zugänglich, der einen Internetanschluss hat bei YouTube, die viele Videos von Vorträgen, von Diskussionsrunden, wo zum Beispiel Denker auch vorgestellt werden, wie Karl Schmidt oder Ernst Jünger oder sowas, wo man sich also stundenlang berieseln lassen kann. Und das ist sozusagen auch eine Art YouTube-Universität der neuen Rechten, wo de facto auch Schulungen von jüngeren Akademikern erfolgen können dann in der Hinsicht. Ja. Ja, das ist also so der organisatorische Bereich, ja, Institut für Staatspolitik, medialer Komplex, Personen und deren Kontakte, auch zu anderen kleinen Verlagen. Es gibt in Dresden zum Beispiel einen Jung-Europa-Verlag, der veröffentlicht Bücher von französischen Rechtsextremisten der 20er, 30er Jahre, die damals auch mit den deutschen Besatzungsmächten kollaboriert haben, oder Vordenker der französischen neuen Rechten aus den 60er Jahren, Dominique Venner zum Beispiel. Also da gibt es ein sehr breites mediales Spektrum, das, wie gesagt, auch Romane veröffentlicht und nicht nur irgendwelche Sachliteratur. Man will eben eine Gegengesellschaft etablieren, wozu eben auch Romane gehören können. Mein nächster Buchstabe ist S, Strategie. Wie gehen diese Leute vor? Denken Sie an das, womit ich begonnen habe. Man will eine Kulturrevolution führen. Man will geistig vorherrschend sein. Man betreibt Metapolitik. Metapolitik meint Politik über der Politik. Metapolitik meint, dass ich jetzt nicht Parteien gründe und auf dem Feld ackere und politisch wirke, sondern geistig über der Politik stehend arbeite und dort versuche, geistig dominant zu sein. Das ist sozusagen letztendlich mit Metapolitik gemeint oder, wie das mal bei der NPD hieß, den Kampf um die Köpfe zu führen. Ja. Anhänger zu ideologisieren, zu politisieren, aber auch in ein bestimmtes Zielpublikum, was hier ein akademisches ist, ein jüngerer Studenten zum Beispiel, vor allem aus burschenschaftlichen Kontexten ist, die anzusprechen und die für dieses Ideengut zu werben, zu begeistern. Ja. Und sehr beliebt ist bei dem allen auch die Deutung und Vereinnahmung von politischen Begriffen. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass es in den letzten 2-3 Jahren auch eher von links eine Identitätsdebatte gibt. So, ja. Das ist für diese Leute ein gefundenes Fressen, ja, weil in dieser Identitätsdebatte, die Gutes will, nämlich die Rechte von Minderheiten bewusst zu machen und zu stärken,
denkt man an kollektive Identitäten und nicht an die Würde einzelner Individuen. Ja. Und das sind strukturelle Aspekte, die die neue Rechte interessant findet und versucht in ihrem Sinne zu deuten. Ja. Wenn ethnische oder kulturelle Identität links auf einmal eine Rolle spielt, bei Minderheiten, sagen die sich, warum soll das nicht bei der Mehrheitsgesellschaft der sogenannten ethnisch Deutschen auch so sein? Ja. Sie sehen, dass dieser Diskurs über Identitätspolitik, der, ich sage es nochmal, gut gemeint ist und Minderheitenrechte stärken will, über diese Schiene eine ganz andere Dimension bekommt und ein Gefahrenpotenzial darstellt. Ja. Susan Nyman, das ist eine amerikanische Politologin, die das Einstein-Forum in Berlin leitet, die hat mal in einem Interview gesagt, linke Identitätspolitik macht der Rechten nicht Türen, sondern ganze Häuser auf. Und diese Dimension ist in dem Sinne noch so richtig gar nicht erkannt. Und diese Identitätspolitik oder diese Identitätsbezüge spielen eben für die neue Rechte eine sehr wichtige Rolle. Sie haben dann einen ganz ungewöhnlichen Anknüpfungspunkt. Oder sie deuten andere Begriffe um, wie zum Beispiel Widerstand. Ja. Widerstand ist in Deutschland eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Man denkt an den Widerstand im Dritten Reich. Ja. Man denkt daran, dass das Widerstandsrecht jedem Bürger laut Grundgesetz zusteht, sofern die Regierung die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden will, dann erlischt ihre Pflicht als Bürger, gesetzestreu zu sein. Und das Grundgesetz schreibt ihnen das Recht zu, unter Umständen gegen eine solche Regierung mit Gewalt vorzugehen. Das hat man damals reingenommen ins Grundgesetz als Erfahrung, Verarbeitung des Dritten Reiches. Ja. Ist auch mit vielen Haken und Ösen versehen oder gerade nicht versehen. Viele Dinge sind hier klar, aber da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Und dieses Widerstandsverständnis wird von den neuen Rechten instrumentalisierend umgedreht. Ja, der eben erwähnte Doppeldoktor, der Jurist von Waldstein, argumentiert wie folgt. Mitte der 10er Jahre hat die damalige Merkel-Regierung Migranten ins Land gelassen. Damit hat die damalige Bundesregierung eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dargestellt. Sie hat damit ihr Recht verwirkt, das deutsche Volk zu repräsentieren. Diese Regierung soll oder sollte im Nachhinein zurücktreten. Dann würde ihr bei kommenden Strafverfahren sogar Strafnachlass gewährt. So nett ist er dann doch. So, ja. Es bestünde das Recht der Bürger auf Widerstand gegen diese Migrationspolitik. Ja. Er spricht nicht davon, Gewalt zu legitimieren. Ja. Aber das ist eine innere Logik dieser Argumentation auch. So. Und das ist ein Beispiel, wie ein ehrenwerter Begriff wie der des Widerstandes politisch instrumentalisierend umgedreht wird. Und genau das macht die neue Rechte in diesem Sinne. Also da geht es um Erringung der Meinungsführerschaft, Erringung der kulturellen Hegemonie, hieß es bei Antonio Gramsci. Ja, das ist diese Strategie, von der ich zu Beginn eben sprach, so vorzugehen. Und das ist die Kernabsicht der neuen Rechten in dieser Hinsicht. Hier geht es auch um eine Polarisierung, um eine Schürung der Krisen. Ja. Wenn Kritiker der Rechten davon sprechen, sie wollten die Gesellschaft spalten, ja, dann denken manche, das ist ein bisschen übertrieben. Aber genau das wollen die. Das sagen die auch. Es gibt ein Buch von diesem Kubitschek, das heißt Provokation. Dann sagt er, wir wollen die Krise. Wir wollen die Krise, weil die Bürger, die satten Bürger durch die Krise wach werden, politisiert werden und zu uns rüberkommen. Wir schüren die Krise. Das wollen die. Das ist sozusagen die strategische Dimension. Letzter Buchstabe, W, die Wirkung. Welchen Erfolg haben die? Ich sage erstmal, was sie noch nicht erlangt haben. Sie haben keine Dominanz in den seriösen Feuilletons. Da werden ihre Ideen und Vorstellungen ignoriert oder, wenn sie thematisiert werden, kritisiert. Auch in eher konservativen Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen oder der Welt ist man alles andere als Fan dieser neuen Rechten und kritisiert die
wenn die da vorkommen. Das war übrigens in den 80er Jahren durchaus noch anders. Da schrieben auch einzelne Akteure aus diesem Umfeld in solchen Zeitungen. Aber heute ist das glücklicherweise anders. Sie sind auch nicht präsent an Hochschulen, als Professoren oder als Arbeitskreise oder sowas. Sie sind, wenn sie an Hochschulen sind, dann eher auf den Häusern der Burschenschaften präsent. Ich habe in Marburg studiert, das ist eine alte, ehrwürdige Universitätsstadt. Da gibt es zum Beispiel drei Burschenschaften in alten Verbindungshäusern, die aus meiner Sicht als eindeutig rechtsextremistisch ausgerichtet sind. Und dort werden solche Leute geschult, dort finden solche Bewegungen der neuen Rechten Anhänger, dort werden solche Zeitschriften, Zeitungen abonniert, dort finden Ideologisierungen und Politisierungen statt. Und wir bekommen das nicht mit, weil es nicht öffentlich geschieht. Und denken Sie immer daran, das sind nicht nur junge Akademiker, die in diesen alten Häusern wohnen, sondern die werden auch finanziert von den sogenannten alten Herren, die in wichtigen Ämtern sind oder bedeutenden Berufen nachgehen. Und dass es auf der Ebene dann entsprechende Einfluss und Fernwirkungen gibt. Ja. Und das ist so gegeben. Mittlerweile ist man örtlich noch isoliert in Schnellroda, wie gesagt, irgendwie im tiefen Sachsen-Anhalt, im ländlichen Raum, in einem eher dorfähnlichen Gebiet, wo aber auch Kritiker mitunter mal hinkommen zu Gegendemonstrationen, aber eher selten, wo man eine ruhevolle Idylle hat, um eben zu wirken. Und man lädt sich dort eben auch externe Referenten ein. Und man kann, wenn man sich das genauer anschaut, auch sehen, dass auch aus so einer entlegenen Situation des Instituts heraus dann doch breitere Wirkung entfaltet wird. Ja. Das mache ich jetzt mal fest am Beispiel der AfD. Das sind, wie gesagt, nicht vereinzelte Intellektuelle, die nur miteinander selber reden, so wie irgendwelche Karkrüppler in den 70er Jahren oder so, ne? Sondern die haben Ausstrahlung auf eine Partei mit aktuell 20% in den Umfragen. Ne? Ein Kubitschek hat enge Verbindungen mit Björn Höcke, der offensichtlich dort häufiger zu Gast ist und sich auch von ihm beraten lässt. Wenn Sie sich diverse Höcke-Reden mal anschauen, finden Sie auch immer Argumentationsmuster, Versatzstücke. Ne? Der hat zum Beispiel eine Rede über Russland-Ukraine-Krieg gehalten. Da hat er, ohne den Namen Karl Schmidt zu nennen, Argumentationsmuster von Karl Schmidt in der Rede drin gehabt. Vielleicht hat ihm die auch jemand anders geschrieben, das weiß ich nicht. Ne? Aber es ist kein Zufall, da sehen Sie diesen Einfluss. Ne? Oder der Herr Till Schneider, übrigens promovierter Islamwissenschaftler, der Landtagsabgeordneter in Ostdeutschland der AfD ist, der so ein Hardcore-Flügelanhänger ist, der also auch dort ständig zu Gast ist, der an den Diskussionsrunden teilnimmt und dort Vorträge gehalten hat, der auch in einem Fernsehinterview sehr freimütig und deutlich gesagt hat, wir nehmen das, was in Schnellroda läuft, zur Kenntnis. Wenn wir etwas machen, dann hat das in Schnellroda schon vor 3 Jahren mal, war das schon mal Thema. Wir schreiben da nicht ab, aber wir lassen uns dort belehren. Wir rezipieren das für uns. Ne? Sie sehen in diesem Statement, welchen Einfluss, Wirkungseinfluss diese Leute dann auf die Partei haben. Ne? Und es sind nicht nur die Flügelleute, sondern auch die angeblich gemäßigten AfDler, die dort schon waren. Ja? Eine Alice Weidel, die sich allerdings auch in den letzten Jahren radikalisiert hat. Ja, die war ja mal, man glaubt es kaum, vor 4, 5 Jahren war sie für den Parteiausschluss von Höcke und heute ist sie arm in arm mit Blumenstrauß auf Fotos mit Höcke zu sehen. Ja. Also die ist da auch schon aufgetreten als Referentin. Und auch Jörg Meuthen, der nach seinem Parteiaustritt zu Recht darauf hingewiesen hat, dass Rechtsextremisten immer größeren Zulauf dort bekommen, hat dort schon referiert. So, ja. Der große Einfluss dieser Leute auf die AfD
ergibt sich auch aus einer Aussage des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, das ist dieser Ökonomieprofessor, der nach 2-3 Jahren aus der Partei austrat. Er wollte den Einfluss von Rechtsextremisten minimieren und ist wie seine Nachfolgerin Frau Petri daran auch gescheitert. Die ist ja bekanntlicherweise ebenso wie Meuthen aus den gleichen Gründen aus der Partei ausgetreten. Aber dieser Bernd Lucke, der nach wie vor konservativ ist, hat ein Buch geschrieben vor 2 Jahren über die EU-Politik. Und da gibt es ein Kapitel über die AfD drin. Und dann sagt Lucke, ja, der ehemalige Mitbegründer der AfD und erste Vorsitzende der AfD, sagt erstens, die AfD sei eine völkische Partei geworden. Das heißt, wenn man diesen Begriff ideengeschichtlich völkisch kennt, eine rassistische Partei, sagt der Parteibegründer Lucke. Man muss es immer wieder wiederholen. Und dann sagt er, Kubitschek, der de facto Leiter des Instituts für Staatspolitik, sei der Lord Voldemort der AfD. Für diejenigen unter Ihnen, die Harry Potter nicht gelesen haben, ich habe auch nur den ersten Band gelesen, Lord Voldemort ist diese dubiose, gefährliche Figur im Hintergrund bei Harry Potter, dessen Namen man nicht nennen darf. Ja? Und wenn Lucke Kubitschek für den Lord Voldemort der AfD hält, dann beschreibt er damit den enormen Einfluss, den Kubitschek auf seine ehemalige Partei hat. Und da sehen Sie auch anhand dieser Aussagen oder dieser Kontakte, wie wichtig es ist, diese Entwicklung zu verfolgen, um zu verstehen, was die AfD prägt und was sie längerfristig gesehen auch machen wird. So, ne? Da findet ja über sowas auch ein Machtkampf statt. Kubitschek hat aber nicht nur Kontakt in die AfD rein, der hat auch Kontakt gehabt zu der Pegida- und Legida-Bewegung. Dort hat er auch referiert. Er ist allerdings ein schlechter Referent. Er muss alles vom Zettel ablesen. Das erinnert so ein bisschen an eine Eisschlittschuhläuferin, die auch irgendwie stammelnd irgendwas vom Zettel abgelesen hat. Also ähnlich schlecht macht er das, aber er war bei Legida und Pegida, hat dort Beifall eingeheimst und diese Auftritte dort dokumentieren, etwas, was Intellektuelle eigentlich vermeiden, den Kontext mit den Massen. Ja, da ist man als Intellektueller in dem Spektrum eigentlich viel zu elitär. Aber er hat gesehen, da gibt es eine Protestbewegung, da muss ich präsent sein, da muss ich Flagge zeigen, da muss ich Bezugspunkt sein. Und das erklärt, warum er dort diese Reden gehalten hat. Ja. Es gibt vielfältigste Einflüsse, ja, zum Beispiel auf die identitäre Bewegung, also diese scheinbare Protestbewegung von jüngeren Aktivisten. Martin Sellner, die wichtigste Figur dort, ist gelegentlich auch in Schnellroda zu Gast und hat seine Bücher dort verlegt. Ne? Das wäre ein Beispiel für diese Einflussnahme. Also Sie finden sehr breit, sehr breite Resonanzen in diesem Spektrum. Und auch auf den nicht neueren Rechtsextremismus wirkt dieses Institut für Staatspolitik. Ja. Auch in der NPD werden deren Publikationen gelesen und zur Kenntnis genommen in der Hinsicht. Und man erhofft sich dadurch geistige Anstöße in der Hinsicht. Ja. Ansonsten bilanzieren vielleicht noch, auch was eine kritische Einschätzung angeht, was sie nicht haben, ist eine entwickelte Ideologie, eine systematische Programmatik oder so etwas. Ja. Das ist teilweise peinlich, wenn es um solche Fragen geht, wie wenig sie da zu sagen haben. Da schwadronieren sie davon, dass sie Realisten sind und Pragmatiker sind, aber sie sind nicht in der Lage, ihre politischen Kernbegrifflichkeiten zu begründen und daraus ein systematisches Bild zu machen. Ich sage nochmal, das wird dann in der Regel entschuldigt, dass das ja Ausdruck der Aufklärung, der Rationalität ist und man ja für das Leben und den Kampf stehe. Und dann habe man so etwas nicht nötig. Das ist so häufig die Ausrede, die dann propagiert wird. Aber zum Beispiel so eine Sache, wie ich eben angesprochen habe, die ethnische Identität ist so wichtig. Ja, nicht, dass
wohlerzogene Migrantenkunden, sondern der deutsche Rotzlöffel. Nur woran erkenne ich denn mein Politikkonzept, den deutschen Rotzlöffel? Was macht das Deutsche aus? Ja, wie nehme ich das wahr? Ja, also mich hat zum Beispiel eine Studentin von mir, sprach mich mal nach der Veranstaltung an und sagte, mein Vater kommt aus Afrika und meine Mutter ist Deutsche. Bin ich jetzt für die Deutsche? Und ab wann wäre ich Deutscher, wenn ich jetzt irgendwie drei deutsche Großeltern hätte und vielleicht einen aus Afrika? Würde das für die reichen oder so? Ja? Welche Kriterien gibt es dafür? Ja? Also ich habe dann auch immer nur mit den Schultern gezuckt, was aber jetzt nicht an meiner Unwissenheit der Lektüre dieser Schriften liegt, sondern weil sie selber dafür konzeptionell nichts anzubieten haben für diese Frage. So, ne? Das sind übrigens dann auch Aspekte, die gemünzt sind auf die Frage des kritischen Umgangs damit. Ne? Was bedrohlich ist und warum dieses Thema wichtig ist, will ich auch nochmal betonen. Die Absicht dieser Rechtsintellektuellen ist es, die intellektuelle Begleitmusik für den Rechtsruck zu liefern, ja, oder den Soundtrack, ja, den intellektuellen Soundtrack für den Rechtsruck zu liefern und Einfluss auf die Gebildeten zu nehmen. Das Problem für eine Partei wie die AfD ist, schauen Sie sich dazu gern mal die Zusammensetzung der Wählerschaft an, ist, dass die AfD im Bereich der mittleren Bildung, also das, was man mittlere Reife nennt, na, ich habe selber mittlere Reife, darf das sagen, na, was man mittlere Reife nennt, dort am stärksten präsent ist. Na. Dann im Bereich der geringeren formalen Bildung, also Hauptschule. Und je höher die formale Bildung ist, na, Abitur, Studium, desto geringer ist die AfD-Wählerschaft. Das heißt, es ist eine Flanke, die noch abgedeckt werden muss, wo man eben Personen braucht, vorzeigbare Personen braucht. Und das ist die Aufgabe, sozusagen in diesem strategischen Spiel den Rechtsruck voranzutreiben, dieser Intellektuellen dieses Potenzial zu schaffen. Und genau das war auch die Aufgabe der konservativen Revolution in der Weimarer Republik. Da gibt es einen Sprecher von denen, diesen Edgar Julius Jung, den ich eben erwähnt habe, der hat das auch offen so eingeräumt. Wir haben euch auf der Straße der SA, ja, wir haben euch im Bildungsbürgertum die Akzeptanz verschafft. So, ja. Ja, da weist er in einer wichtigen Rede darauf hin. Und diese Funktion, die geistige Wegbereitung für diesen Rechtsruck und letztendlich auch für einen Umsturz, den sie vorhaben und den sie auch, wenn man die Schriften alle genau liest, auch so dort als Bekenntnis entdecken kann. Das ist das, worum es ihnen letztendlich geht, für diesen politischen Umsturz die geistige Basis zu schaffen. Und das ist etwas, was man ansonsten nicht so zur Kenntnis nimmt, weil es nicht unbedingt Gegenstand Fernsehberichterstattung ist. Und alle schaut aktuell auf die AfD, ja, und auf die Erfolge der AfD. Es gab immer wieder auch mal Fernsehreportagen zu diesem Institut für Staatspolitik und zur Neuen Rechten. Aber es ist ansonsten kein so großes Thema. Ja, auch ich habe Uniseminare auch in Bonn dazu angeboten, mache jetzt demnächst wieder was dort auch zur konservativen Revolution. Aber auch dort kommt es eher selten vor im politikwissenschaftlichen Studium, dass dort kritische Seminare zur Ideologiekritik angeboten werden. Ja. Und das ist eine wichtige Aufgabe der politischen Bildung. Deswegen erneut hier auch Dank an die Veranstalter, sowas hier anzubieten, weil man muss die Bedeutung dieser Leute und deren Funktion und Strategie sich bewusst machen, um eben auch auf diesem Handlungsfeld Ideologiekritik, Akademiker, Kulturrevolution präsent zu sein und Gegenstrategien entwickeln. Die Voraussetzung dafür ist, dass man sich mit deren Inhalten beschäftigt und sie kritisch aufarbeitet. Und vielleicht habe ich ein bisschen was dazu beigetragen, würde mich freuen. Genauso wie wenn Sie gleich Anmerkungen, Fragen haben, von mir aus auch gern Kritik, kein Problem. Aber erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen für den brillanten Vortrag und kommen jetzt zur Diskussionsrunde, also aus dem Internet.
wo deutlich mehr Teilnehmer Ihrem Vortrag beigewohnt haben als hier im Raum, gibt es einige Fragen. Deswegen erlaube ich mir zunächst mal, die Internet-Zuschauer zu Wort kommen zu lassen. Aber ich habe noch eine Frage, die schnell beantwortbar ist. Dieser Herr Jung, der Redenschreiber von Papen, das ist ja dieser Jung, der nachher dann beim Röhmputsch mit umgebracht wurde. Genau. Ja. Genau. Okay. Ja, genau. Also vielleicht dazu einen Satz. Also das ist ein Beispiel dafür, dass er den Weg mit den Nationalsozialisten geht und als sie an der Macht sind, wird er umgebracht. So, ja. Also es ist ein strategisches Scheitern mit existenziellen Folgen für einen Akteur der konservativen Revolution gewesen. Wobei er allerdings Papen eine Rede schrieb, als Hitler schon Kanzler war, die sich deutlich auch distanzierte von, sag ich mal, den Umtrieben beispielsweise der SA und dergleichen. Und als man dann nachher die Röhm-Leute ausschaltete, hat man ihn gerade mit erledigt. Ne? Also das ging in einem Aufwasch. Die erste Frage, die ich stellen darf, wie ist denn die Haltung dieser ganzen rechten Intellektuellen zu dem Russland-Ukraine-Krieg? Einheitlich oder gibt es da verschiedene Gruppen? Ja, es ist dort gar nicht so ein relevantes Thema, wie man eigentlich annehmen würde. Ja. Mehrheitlich ist es aber so, dass man die Unterstützung der Ukraine nicht für gut findet, dass man in den USA die Hauptschuld, den Amerikanern die Hauptschuld für die Eskalation des Konflikts zuschreibt und dass die Einmischung der NATO oder gerade der USA in diesen Konflikt als Einmischung raumfremder Mächte gilt. Karl Schmitt. Genau, und das ist ein Karl Schmitt-Zitat, was Sie zum Beispiel auch in dieser Höcke-Rede, von der ich eben gesprochen habe, finden. Und diese Aussage, da mischen die Amerikaner mit, und das ist eine Einmischung raumfremder Mächte, also das hat diese Bezüge. So, ja. Eine kleine Minderheit ist auch ganz offen Putin begeistert. So, ja. Also es gab mal einen, der ist allerdings verstorben vor einem Jahr, Günter Maschke, ursprünglich ein Linksextremist mal, der zum Rechtsextremisten geworden ist, sowas gibt es halt auch. Der hat mal in einem Interview, ist er gefragt worden, welcher Politiker erfüllt denn ihre machtpolitischen Position am stärksten, und dann sagt er nur Putin, ja, nicht mehr. So, ja. Also es ist ein autoritärer Regent, der in diesem Spektrum durchaus auch auf Akzeptanz stößt, ja, der auch eine pseudodemokratische Legitimation erfährt, und insofern ist das so ein Bezugspunkt für die auch. Ja. Also wenn Sie Fragen haben, machen Sie das einfach durch Finger zeigen, Arm hochheben deutlich, dann dürfen Sie natürlich auch die Fragen stellen. Aber nächste Frage aus dem Netz. Die Rechte ist in Europa und weltweit sehr gut vernetzt. Die konservative Revolution als Konstrukt, aber ja sehr deutsch. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ähnliche Strömungen in anderen Ländern? Kommt drauf an, um welche anderen Länder es geht. Also ich bin ja sehr fixiert auf den ideengeschichtlichen Aspekt der konservativen Revolution. Die spielt zum Beispiel auch in der französischen Neuen Rechten eine Rolle. Also dieser Alain de Benoist, den ich einleitend erwähnt hatte, der hat diese Denke auch für seine französischen Kameraden entdeckt und dort populär gemacht. Der beruft sich auch heute noch auf diese Denker. In anderen Ländern, in den USA zum Beispiel oder in Großbritannien, spielen diese Denker keine so große Rolle, weil sie da einfach nicht bekannt genug sind. Aber wo wir eben schon bei Russland waren, es gibt in Russland einen Philosophen, der als Putins Hirn bezeichnet wird, das halte ich aber für maßlos übertrieben, Alexander Dugin ist es, der beruft sich mitunter auch auf solche Denker der deutschen konservativen Revolution. Ja. Ja, ich gebe Ihnen das Mikro. Man sieht, darf ich Sie unterbrechen? Man sieht Sie ja im Internet nicht, man hört Sie nur. Trotzdem möchte ich gerne das sagen. Okay. Und durch Ihre Antwort wird man schon ungefähr wissen, was meine Frage oder meine Äußerung ist. Also mich wundert es nicht, dass dann halt eher so im Internet mehr Interesse
gezeigt wird, also gesehen wird, als hier, wie gesagt, face to face, weil da ist wieder halt diese Anonymität, die dann ist. Und ich finde es halt selber traurig, also das ist mein Gefühl, dass man halt das Stellung beziehen zu einem demokratischen Staat oder einer, sage ich mal, würdevolle demokratischen Staat zu stehen, empfinde ich immer weniger. Ja? Und das finde ich halt sehr traurig. Was denken Sie denn dazu? Sie meinen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie es für problematisch halten, wenn es zu viele draußen sind, sozusagen, die nicht hier vor Ort sind? Ja, also das ist so anonym. Und das ist halt einfach präsent. Okay, okay, ja. Also ich glaube, ich muss es jetzt für die Zuschauer draußen kurz wiederholen. Also das war eine kritische Anmerkung, die sich darauf bezog, dass es so viele Externe, also die nicht hier körperlich präsent im Raum sind, Zuschauer gibt oder Zuhörer gibt, dass doch wünschenswerter wäre, dann auch hier körperlich präsent zu sein, um auch sozusagen Flagge zu zeigen bei einer Veranstaltung, wo es auch um eine Verteidigung demokratischer Werte geht. Ich sehe jetzt auch von der Fragerin auch ein Nicken. Ich habe das also richtig verstanden. Kommt immer drauf an, jetzt meine Antwort, was das Motiv ist, jetzt nur am Bildschirm das zu verfolgen. Das kann auch einfach so sein, dass man den Luxus, den man durch die Corona-Entwicklung dann auch bekommen hatte, an Veranstaltungen teilzunehmen, wo man irgendwie nicht hinfahren kann, weil man jetzt, ich sag mal, in Stuttgart sitzt oder in Köln sitzt oder in München sitzt und dann nur die Kiste anschauen muss, anschalten muss und bekommt die Veranstaltung mit. Das ist ja auch, denke ich, eine Frage, die sich auch an die Stiftung Demokratie als Veranstalter mehr richtet. Mhm. Seit wir jetzt diesen YouTube-Channel haben, haben wir 10.000 Abonnenten dort. Wir haben über 2 Millionen Aufrufe inzwischen. Und die Angebote, die also hier bisher, also bis vor Corona, nur analog, also hier im Saal zu hören waren, sind heute theoretisch weltweit zu hören. Mhm. Und aus ganz Deutschland haben wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zum Beispiel waren jetzt ständig 104 Zuschauer mit dabei. Das war der Stand um 18.44 Uhr, hat mir mein Kollege Ruben Kalbfuß mitgeteilt. Und hier im Saal sind also deutlich weniger. Also, und man sieht es ja auch an der Beteiligung. Das waren ja jetzt auch qualifizierte Fragen, die ich da verlesen durfte und die keineswegs jetzt, sage ich mal, irgendwelche rechten Ideologien da beinhalteten, sondern das war alles seriös. Und wir lassen auch, sage ich mal, solche extremistischen Kommentare und Anmerkungen eigentlich nicht zu. Also die werden im Internet auch nicht transparent, sondern die schalten wir einfach weg. Ja, aber ich muss jetzt leider weitergehen, weil jetzt ist der nächste Fragesteller hier, Dr. Burkhard Jelinek. Ja, vielen Dank. Ich möchte den Referenten fragen, ob wir aus seiner Sicht als Demokraten eigentlich genug tun, um diesen Siegeszug der AfD und natürlich auch derer, die um sie herum mit dranhängen, und das hat ja im Grunde Ihr Vortrag auch eindrucksvoll nachgewiesen, dass dort sehr viel unterwegs ist, ne, und wir im Grunde sehen müssen, dass die AfD da nicht alleine kämpft, sondern die intellektuelle Unterstützung hat, sich auch darauf verlassen kann, dass darüber hinaus Splitterparteien sich auch noch für das Thema engagieren. Und wir im Grunde feststellen, dass die AfD, obwohl sie in letzter Zeit relativ wenig in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, ihre Wahlergebnisse ständig steigert. Und dass wir jetzt dort bei den Landratswahlen erstmals erlebt haben, dass ein Bündnis aller Demokraten nicht ausgereicht hat, einen AfD-Landrat zu verhindern. Und deshalb meine Frage, und ich
sattel noch eins drauf. Wenn wir uns angucken, was uns demnächst noch droht, Sie haben die Finanzierungsfrage der AfD und auch des Instituts da angesprochen. Wenn demnächst die Erasmus Desiderius Stiftung kommt für die AfD, kriegen die in kürzester Zeit wirklich Millionen Beiträge, die dann Erika Steinbach und anderen, die in dieser Stiftung sitzen, zur Verfügung steht und sie im Grunde einen akademischen Nachwuchs dann wirklich im großen Stil heranzüchten und wir es gar nicht mehr schaffen, auch die Universitäten am Ende freizuhalten, denn diese Leute verstecken sich dann natürlich und auf einmal sind sie in Positionen, nee, auch die Alice Weidel war eine anerkannte Unternehmensberaterin mal, ne, die im Übrigen lesbisch lebt, aber in ihrer Partei keine Frage sozusagen offen lässt, dass auch dieses queere Leben keine Rolle spielt in der AfD. Hm. Sie haben jetzt unterschiedliche Aspekte angesprochen. Das sind auch große Themen, aber vielleicht zu drei Punkten einfach eher bestätigende Aussagen zu. Ich fange mal mit der Stiftung an. Wenn die Stiftung Geld bekommt, spricht man von 50 Millionen Euro. Ja, nochmal die Summe 50 Millionen Euro. Im Kuratorium der Stiftung spielt eine wichtige Rolle der von mir erwähnte Karl-Heinz Weismann, der ehemalige Lehrer, der sehr viel publiziert hat, der ständig in der Jungen Freiheit präsent ist oder Cato herausgibt und so weiter. Und wenn Sie andere Stiftungen kennen, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Heinrich Böll, Friedrich Naumann oder sowas und wissen, was die machen, dann können Sie sich vorstellen, was so eine AfD-nahe Stiftung machen kann. Es wird um eine Studienförderung gehen von einschlägigen Studenten aus den Burschenschaftshäusern, die dadurch bis zur Promotion gefördert werden können. Es wird Konferenzen geben mit einer entsprechenden Breitenwirkung. Es wird Publikationsorgane in diesem Bereich geben. Also all das kann man mit lernendem Blick auf vergleichsweise ähnlich große Stiftungen dann auf diese Situation übertragen. Und auf eine solche Auseinandersetzung ist man nicht vorbereitet. Ne? Es gab ja auch in der Hinsicht sehr früh schon Überlegungen, auch von Mendel beispielsweise, die Finanzierung von politischen Stiftungen an die Anbindung an die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu halten. Ansonsten gibt der Staat Staatsfeinden dann die Millionen zu seiner Überwindung. Dann, ja, so, ja. Das ist ja die de facto Konsequenz dann daraus. Ja. Und da haben tatsächlich Politik viel zu wenig reagiert. Was die Intellektuellen geht, da habe ich schon in meinem Vortrag etwas zugesagt. Es gibt natürlich so zwei, drei andere Bücher auch noch als das zum Thema Neue Rechte von Kollegen, die sich da auch sehr intensiv reingekniet haben und diverse Sammelbände in der Hinsicht. Aber es gibt keine kontinuierliche Forschung in diesem Bereich, keine entwickelte Ideologiekritik in diesem Bereich. So, also auch da muss viel mehr gemacht werden. Ich kann das, weil ich noch andere Dinge zu tun habe, im sehr begrenzten Rahmen für mich selber tun. Wie anfänglich ausgeführt, schreibe ich regelmäßig kleine Artikel auch für Internetseiten, um die Hintergründe bestimmter Argumentationsmuster auch offen zu machen und habe auch für diverse kleine Fernsehsendungen da auch Kurzinterviews gegeben. Aber das reicht alles nicht aus in der Hinsicht. Man kann also, das gilt übrigens auch für eventuelle Lehrer hier im Raum oder Hochschullehrer hier im Raum oder gerade Lehrer hier im Raum, man kann sich Texte von denen mal nehmen und die auch ideologiekritisch in einer Unterrichtsstunde mal auseinandernehmen. So, ja. Oder mal nach der Konkretisierung von Aussagen fragen, was viel zu wenig geschieht. Ja. Und das, was Sie zur AfD gesagt haben, deren Siegeszug ist seit Mitte der 10er Jahre erkennbar, dass das so ist. Und Politik hat darauf sehr, sehr schlafmützig reagiert. So, ja. Das muss man einfach
auch so sagen. Man ist jetzt auf einmal erstaunt über bestimmte Dinge. Ich glaube, wir hatten vorhin ja unter vier Augen darüber gesprochen. Jetzt verweist man darauf, dass es rechtsextremistische Einstellungspotenziale in der Bevölkerung gibt. Mit Verlaub, das wird seit 20 Jahren alle zwei Jahre von zwei unterschiedlichen Instituten erhoben und kommentiert. Es gab 1979 die Sinus-Studie für diese Dinge. Es gibt ein rechtsextremistisches Einstellungspotenzial in der Bevölkerung, das tatsächlich bis in die 20%-Marke reinreicht, was manche Aussagen angeht. So, und da sollten wir nicht drüber schweigen. So, und es ist auch sehr hilflos, die Debatte über das letzte Wahlergebnis zwischen den Parteien, wo sich die Ampel schiebt es der CDU zu, die CDU der Ampel die Verantwortung. Übrigens, wer überhaupt nicht mal als verantwortlich angesprochen wird, ist der Wähler, der diese Partei wählt. Ja? Ja, hört sich so komisch an. Das ist doch das Naheliegendste so, ja. Und ich finde es auch merkwürdig, dass nach wie vor immer nur vom Protest gesprochen wird. Laut Umfragen sind es 2/3 der Wähler der AfD, die nur Protest gewählt haben. Aber bitte mal folgender Gedanke in dem Zusammenhang. Ich bin auch manchmal frustriert über aktuelle oder vorherige Bundesregierungen. Und bin vielleicht dann auch als Politologe Politik verdrossen. Ich würde aber niemals auf die Idee kommen, aus Frust eine solche Partei zu wählen. Ja? Sind die Leute, die das dann tun, überzeugte Demokraten, wenn sie eine solche Wahlentscheidung vornehmen? Das sind Fragen, die man sich in dem Zusammenhang stellen muss und die aus meiner Sicht falscher Rücksichtnahme von bestimmten Politikern nicht gestellt werden. So, ich habe noch einige Fragen hier. Nochmal zum Ukraine-Krieg. Eine kurze Anmerkung oder Frage. Welche rechten Strömungen unterstützen denn offen die Ukraine? Und dann vielleicht noch zusätzlich, wie erklären Sie sich die Unterstützung der AfD durch den Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund? Fangen wir mal mit der Ukraine-Unterstützung durch Rechtsextremisten an. Das ist eher selten eine aktive Unterstützung. Das gilt für einige wenige Neonazis, ne, die das tun. Ne. Es wäre eigentlich ideologisch naheliegend, das zu tun. Man verteidigt ja ein angegriffenes Volk von einem anderen Angreifer, so, ja, dass man da mehr Solidarität auf der Ebene zeigt. Aber das geschieht halt nicht. Hängt wohl auch damit zusammen, dass natürlich die Bundesregierung, die etablierten Parteien, auch in der Opposition die Ukraine unterstützen, dass man dann als Rechtsextremist nicht die gleiche Unterstützungsleistung bringen will. Also das ist sicherlich da ein wichtiger Grund, warum das fehlt in der Hinsicht. Und bitte die andere Frage noch. Warum Menschen mit Migrationshintergrund die AfD unterstützen oder wählen? Ja, es kommt immer drauf an. Also das ist in der Tat so, die Infratest DIMAP wirft seit gefühlt einem Jahr erst auch mal bei der Glaubenszuordnung die muslimischen Wähler raus. Die wählen aber nicht überdurchschnittlich stark die AfD, sondern eher unterdurchschnittlich stark. Aber es gibt auch muslimische Wähler der AfD. So, ja. Bei anderen Gruppen kennen wir die nicht. Ich würde aus bestimmten Gründen mutmaßen, dass sehr viele Osteuropa-Einwanderer in einem weitaus stärkeren Maße als andere, zum Beispiel muslimische Wähler, die AfD wählen. Dafür gibt's unterschiedliche Gründe. Die AfD wirbt auch gezielt um diese Wähler, weil die ja formal auch deutsch sind. Das würde diesem Anspruch entsprechen. Weil es in diesem Wählersegment auch Ressentiments gibt gegenüber anderen Menschen mit Migrationshintergrund. Wir müssen uns von der Auffassung verabschieden, dass Menschen mit Migrationshintergrund eine homogene Gruppe sind. Ja? Da gibt's genügend eigene Konflikte drum. Ja. Und wenn Sie, es gibt leider keine Forschungen dazu, aber ich kenne das einfach aus Alltagsgesprächen, auch mit Menschen mit einem osteuropäischen Hintergrund, dass sie zum Beispiel auf Flüchtlinge schimpfen und so weiter, ja, und da ihre Ressentiments zum Besten geben. Und diese Leute werden eben auch von der AfD angesprochen. So, ja. Und das erklärt, warum es auch aus dem Feld Unterstützung gibt. So, ja. Ich habe noch eine Frage in petto, die lautet, wie finden
oder klauen die extremistischen intellektuellen Ideen zusammen? Also ich frage mich, warum ausgerechnet Gramsci zum Beispiel und nicht Rudi Dutschke oder Albert Camus oder andere? Es ist erstmal schick. Ne? Also es ging mir ja auch so, als ich es in den 80er Jahren gelesen habe, dachte ich mir, warum rezipiert ein Akteur der französischen neuen Rechten den die Kulturrevolutionsstrategie eines italienischen Marxisten? So, ja. Das fand ich interessant. So, ja. Und deswegen bin ich auch zu diesem Thema mal gekommen. Ja. Und das finden auch andere interessant. Ja. Man könnte durch sowas zum Beispiel auch Linksgeprägte, die mit der Linken anfangen zu brechen, für sich rüberziehen. Ja. Das ist also da ein interessanter Gesichtspunkt. Und das, was Gramsci geschrieben hat, ist eine aus meiner Sicht rein formalistisch betrachtet eine richtige Strategie, wie man politische Veränderungsprozesse vorantreibt. Die werden nie Intellektuelle allein schaffen. Wenn sie das denken, dann überschätzen sie ihre eigenen Möglichkeiten. Aber es ist ein wichtiger Bedingungsfaktor. Und bei den Rechtsextremisten hier ist es so, ich sagte es ja schon, es gibt dort einfach Defizite, was die soziale Zusammensetzung von Anhängern angeht, die eben nicht aus dem Bildungsbürgertum so stark kommen. Und die kann man über diese Schiene bekommen. Und das ist der Grund, warum man da sozusagen Produktpiraterie betreibt. Und der von mir eben erwähnte Benedikt Kaiser, der das als seine zentrale Aufgabe ansieht, also der scannt sozusagen die linken Diskurse danach ab, was können wir für uns davon nehmen? So, ja. Das ist sein Job offensichtlich. Ob er da selber jetzt drauf gekommen ist oder ob ihm jemand gesagt hat, ey, mach das mal, weiß ich nicht. Ja. Und genau das ist aber das, was er macht. Und da kann man dann auch Strategien entwickeln, liegen gelassene Themen aufgreifen. Ja. Ich nenne ja mal, das ist jetzt nicht von Benedikt Kaiser, sondern von diesem Tor von Waldstein, ich glaube, gefühlt vor 20 Jahren Thesen zum Kapitalismus. Seine Kernaussage in diesen Thesen ist, die Linke lässt das Thema Kapitalismuskritik liegen. Die kümmert sich nicht um Arbeiter und sozial Betroffene von kapitalistischen Umbrüchen. Die kümmern sich um irgendwas anderes. Und dann leitet Kaiser wie Waldstein davon ab, dann machen wir das doch. Und wenn Sie sich den Diskurs der AfD mal anschauen, ja, dann haben Sie zum Beispiel in berühmten Höcke-Reden, haben Sie sehr stark auch irgendwie links klingende Auffassungen zu Sozial- und Wirtschaftspolitik. Ja. Der redet auch vom Neoliberalismus zum Beispiel in abwertender Form. Und der greift diese Themen auf, die Linke liegen lassen. Und das ist nicht allein, aber mit ein Erfolgsaspekt bei den AfD-Wählern. Ja. Noch Zusatz dazu, kurios ist, dass die AfD-Bundestagsfraktion bei sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen ganz anders abstimmt, als sie redet. So, ja. Ja. Das ist das Kuriose dabei. Aber das darf man auch nicht nur in Gewerkschaftsbroschüren, die vielleicht 100 Leute lesen, schreiben, sondern muss man breiter bekannt machen. So, ja. Dass diejenigen, die diese Partei wählen, mit dieser Ausrichtung, dass denen auch klar ist, für welche Sozial- und Wirtschaftspolitik sie ihre Stimme hergeben. Ja, vielen Dank, Herr Pfahl-Trobert. Diesen Appell, sich damit auseinanderzusetzen, können Sie, meine Damen und Herren, hier im Haus, aber auch natürlich im Netz gerne tun, weil Herr Pfahl-Trobert eben das, was er jetzt hier in einer Stunde referiert hat, en Detail in seinem Buch über die Rechtsintellektuellen zusammengeschrieben hat. Und es ist ein sehr lesenswertes Buch. Herr Hofstetter von der Buchhandlung St. Johann hat es hier auch im Angebot. Also diejenigen, die hier sind, können es auch gleich erwerben. Aber auch für diejenigen, die im Internet uns zuhören und zuschauen, hier eben dieses Buch will ich in die Kamera halten. Ich hoffe, man sieht's. Das kann man sich natürlich sehr leicht überall kaufen. Nochmal ganz herzlichen Dank. Wir haben einen wirklich tollen Überblick über die neue Rechte bekommen und das in einer knappen Stunde. Das ist wirklich eine Leistung von der Systematik, aber auch von Ihrem druckreifen Vortrag, der wirklich ohne Manuskript gehalten wurde. Nochmal ganz herzlichen Dank.